Herzlich willkommen zu Deathloop. Wir zocken weiter. Oh, jetzt müssten wir eigentlich am Strand aufwachen. Oh, ja. Okay, LEP, Tresor. Ich muss vor ihr da sein. Dann krieg ich das LEP. Bitte seine Knarre. Ah, Scheiße. Meine Waffen sind weg. Oh. Decke, Decke, Decke. Du bist gerade aufgewacht und hast keine Ahnung, was du schaffst das. Gleicher Tag. Das hey, heißt, hast du mich vermisst? Okay. Ich weiß schon, was passieren wird. Ja. Ich bin's leid, an diesem Scheißstrand aufzuwachen. Was? Soll ich das jetzt etwa jeden Tag bis in alle Ewigkeit machen? Nix da. Ich brech diesen Loop. Dafür sind wir hier. Aber... ich nicht. Hä? Wieso? Konnte ich mich nicht teleportieren? Oder ist die Scheiße jetzt schon wieder weg? Hä? Geliebte Bruchbude. Ich kann nicht. Ja, was? Sehr beeindruckend. Ich klatsche mit einer Hand. Kleiner Tipp. Nimm beide dafür. Dann steigen auch die Opferzahlen. Du hast mich erwischt. Aber willst du wirklich jeden hier töten? Nicht effizient. Und schlecht für dein Gewissen. Ich fühle mich bestens. Danke der Nachfrage. Und wenn du nochmal sowas abziehst, dann wird es wieder so enden. Ja, willkommen zurück. Hier unten war ich noch gar nicht, oder? Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Doch, ich war hier, ganz zu Anfang. Jetzt fällt es mir wieder ein. So. Auf den Schrank hier. Wer geht los? Okay. In die Wohnung rein. Zum Tresor. LEP. Den Loop brechen. Auf geht's. Werd mich nie dran gewöhnen. Tja. Ich mir auch nie. Ein Neuanfang oder so ähnlich. Juliana hat dein LEP gestohlen, aber du kannst ihr immer noch zuvorkommen. Ja, das kriegt man nur schwer in den Schädel, ja. Gut, also wir wissen jetzt, wo der ist, in der Bude, in dem Tresor. Wir haben den Pin, den ich natürlich nicht mehr weiß. Wir gehen natürlich in unsere Bude, versuchen voll Juliana da zu sein und holen uns dann diesen LEP aus unserem Tresor. Das wird unser Ziel sein. Ja, ja. Was ist denn das hier so krümelig? Der trägt mich schon wieder auf hier. Pass auf dich auf. Der Tod ist hier gestorben. Ja, ja, bla, bla, bla. Jetzt müssten die doch da. Ach nee, ich bin zu einer anderen Zeit hier. Das ist ja auch nicht schlecht. Ich dachte gerade, der dreht sich um. Klack. Die nämlich auch. Ja, das will er. Das ist nicht einfach so passiert.
Umsonst besser ein falscher Alarm als ein richtiger. Schütze sein Praxis. Abwehrmaßnahmen. Krass. Zack. Du entkommst nicht. Ach ja, man kann. Das gilt nur als Ablenkung, oder? Ey, scheiße. Zack! Jump on it. Brauch ich nicht. Brauch ich nicht. Was? Zack. Und du auch. Die Waffe ist aber geil, die muss ich nehmen. So, wir sind da. Luxus, Weed. Alter, was ist das? Wie nützlich. Damit mache ich Nägel mit Köpfen ohne lautes Gehämmer. Haha, ja. Jetzt verstehe ich, wofür die Nägel waren. Das ist eine Nagelpistole, also. Okay, LAP, bitte sei was Gutes. Ich wollte aber was anderes. So, Loop-Erhaltungsprotokoll. AP, LAP 3306, Priorität kritisch. Zusammenfassung, die Visionäre sind der Loop. Der Loop besteht nur, solange sie alle leben. Wer die Visionäre bedroht, bedroht den Loop. Wenn innerhalb eines Loops alle Visionäre sterben, wird der Loop destabilisiert und bricht zusammen. Keine Partys mehr, keine Experimente, kein ewiges Leben. Protokoll, bei der Analyse eurer Interessen, Büros und Unterkünfte konnte ich für alle Visionäre erhebliche Schwachstellen identifizieren. Alexis, große Versammlung im Dorsey-Anwesen, abdammen. Charlie, Spielleitung bei seinem Live-Action-Game abdammen. Igor, zurückgezogene Abende im Serling-Labor. 4, Darbietung bei Farbrausch. Frank, morgendliche Sendung aus dem Club Horton Spicer. Harriet, Wellness-Seminar, Hangar 2, Karlsbucht. Juliana, Dokumentation, Aeon Archivbüro. Benje, Rissexperimente, Forschungslabor. Im Fall eines Sicherheitsereignisses werden Aeon Eternalisten zu diesen Schwachstellen geleitet. Visionäre sollten enge Kontakte zueinander vermeiden, bis die Krise vorüber ist. Selbstverständlich fällt das Jagen und Ausschalten jeglicher Bedrohung unter die Verantwortung des Sicherheitschefs. Meine Wenigkeit. Davon abgesehen, passt auf euch auf und genießt das ewige Leben. Cold Van, Sicherheitschef Aeon Projekt. Damit werde ich den Loop brechen. Okay. Also die Visionäre. Leute, ein Tag, das ist schwerer als du denkst. Du! Ich. Cold. Okay, wie sieht der Plan aus? 8 Ziele, einen Tag. Wenn wir die Insel in die Mangel nehmen wollen, brauchen wir noch ein paar Codes Was? Mehr. Nein, hör zu, ich habe keine Zeit. Wie bist du überhaupt hergekommen? Wurdest du nicht vor 2 Loops erschossen? Oder vor 3? Also sag Anderer schon. Code, pass auf. Es gibt Tausende von uns. Oder mehr. Keine Ahnung. Aber keiner hat es bisher geschafft. Okay. Du musst besser sein als wir alle. Baller also nicht einfach wie wild rum. Aber ich baller gern rum. Du musst clever sein. Nur so bringst du das in Ordnung. Das und das. Ich mach das mit der Mangel. Wenchis Labor. Residuum ist der Trick. Macht alles einfacher. Oder mach's auf die harte Tour. Mir egal. Ich helf dir nicht mehr. Was suchst du? Warum? Du Mistkerl. Okay. Dann mal los. Wenchis Labor, wie? Liegt laut LEP im Komplex. Dann kann ich auch gleich da anfangen. Das LEP mag keine Feuerkraft haben, aber es liefert etwas fast noch Besseres. Informationen, und zwar darüber, wo die einzelnen Visionäre am verletzlichsten sind. Vom anderen Cold hast du außerdem folgende interessante Hinweise erhalten. Wenn jetzt Forschung über etwas namens Residium, wird dir helfen, den Loop zu brechen.
Laut dem LEP führt Venya Experimente in ihrem Labor im Komplex durch. Dein nächstes Ziel steht also fest. Alter. Omnipräsenz. Mir geht's gut genug. Hey Bruder, das haben wir ja schon gelesen. Was ist das hier alles? Warum flackern ein Toaster und so eine Scheiße alles? Weiß ich nicht. So. Also hauen wir wieder ab hier. Ja, ich weiß, ist nicht groß Action jetzt hier, aber wir kommen voran. Und das gefällt mir. Gefällt mir gut. Irgendwas kann man doch hier mitmachen bestimmt. Ich kann bestimmt das Ding hier abschießen und dann rauscht es da runter oder so. Ich renne nur kurz hier durch, ja? Kümmert euch nicht um mich. Danke. Komme ich denn da wieder hoch? Kann man hier irgendwie rüberspringen? Oh, ach ja, ich kann ja einen Doppeljump. Das habe ich völlig vergessen. Das hilft. Zucker. Sure. Und bam. Schon sind wir wieder draußen. Man könnte auch einfach Leertaste gedrückt haben. Aber ich wollte nicht. Was ist denn hier jetzt? Wenn ihr. Jeden Nachmittag, wenn ihr in ihrem Labor, wenn ihr nachts, da kracht's. Igor und Alexis, der Komplex für den Spinner, reicher Bengel Abdam. In seinem Club, gute Musik, am Morgen Frank Spicer, was ist hier? Nicht von dieser Welt. Charlie am Mittag. Okay, ist ja gut, ey. Boah, was ist mit Juliana? Wo ist sie? Überall, aber wo? Junge, ich muss hier raus. Ein Mann und sein Plan. Du hast 8 Ziele und reichlich Zeit totzuschlagen. Die erste auf der Liste, Dr. Venya Evans. Yes, of course. Gut, wir haben ein bisschen was dazu gekriegt. Das Loop-Erhaltungsprotokoll. Große Worte für einen simplen Zweck. Wenn alle Visionäre am selben Tag sterben, bricht der Loop. Punkt. Ich weiß, wo sie sich herumtreiben, aber es wird trotzdem nicht so einfach, sie alle zu erwischen. Zum Glück bin ich ein hartnäckiger Bastard. Was habe ich zu verlieren? Naja, deine Waffen, wenn du stirbst. Aber wenn du es schaffst, kannst du sie behalten. Auch wenn ich es nicht schaffe, lerne ich was draus. Also, wie behalte ich nochmal die Waffen? Die Anreicherung? Bist du nicht deswegen hier? Ich habe mir gesagt, dass ich es tun soll. Du bist nicht der Einzige mit anderen Ichs. Ist nichts Besonderes. Aber falls ich es schaffe... Ja, falls. Viel Glück. Das mit der Anreicherung klingt immer besser. Wie teile ich mir meine Zeit bei so viel unglaublicher Leidenschaft ein? Sorgfältig über ein effizientes und personalisiertes System. Hatten wir das nicht schon gelesen? Selbst im Schlaf sehe ich dieses Gesicht. Ja doch, das hatten wir schon mal gelesen. Boah, Kacke. Ich kann den Dreck nochmal lesen. Das ist ein bisschen ätzend. Also das mit den Nägeln. Hatte ich mir anders vorgestellt. Ein bisschen kräftiger. Aha, man muss aufladen. Wo ist denn der? Der war scheiße.
guck mal, er hat ja auch nicht mitgekriegt. Ich hätte die ganze Zeit so schießen können. Stirb, Junge. Stirb. So, hat gut funktioniert. Muss ich da jetzt rein nochmal? Habe ich da irgendwas Besonderes gekriegt? Oh, Double Jump! Oh, Double Jump! Ja, Tür blockiert. Double Jump! Bin nur hier oben irgendwie reingekommen, ne? War ein bisschen dumm von mir, ne? Vorsicht. Ah, die bleiben tot, wa? Die sind... Die bleiben tot. Hallo? Ich muss das Ding hacken. Das ist zu weit weg. Hack. Mann, hack doch dieses blöde Ding. Warum ist der Gold? Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Das brauche ich aber. Absolut am Arsch der Welt. Mhm. War hier nicht eigentlich auch einer? Hm. Wieder was. Sicher für den Moment. Oh, der will Nahkampf. Oh, oder auch nicht. Ui, ja, 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 ja. Keine Kacke hier. So, Residiumforschung. Venjes Labor. Mein Gott, hier waren auch Energie. Mir geht's gut genug. Nee, nee, eben nicht. Vor allem irgendwie habe ich nur Kacke hier. Wo ist denn jetzt meine Dings hin? Ich schon sagen. Venjes in Plastik? Hallo. Ich konzentriere mich gerade. War ja klar. Wäre auch zu schön gewesen. Was passiert mit dem Licht? Ah, ein Besucher also. Hey, Venja. Stopp! Ja. Wie war das noch? Mit nicht in die Mangel nehmen? Ja, geht doch. Endlich. So war das mit 5. Mein Gott. Familie ist für immer. Jetzt geht's nämlich ab hier. Scheiße, hier offen. Hallo, ich komme. Hey, wieso trifft die mich? Alter, die Klone da. Okay, gut. Ich hatte da eine große Wumme. Oder auch nicht? Doch. Brauche ich nicht.
Magazin ist voll. Okay, 10 kleine Rückenwies. Stirb, Mann! Jetzt sind's nur noch 8. Alter, wie viele gibt's denn von der? Da richtig viele von der. Wird irre. Hol das Hacker Magi raus. Hacker Magic. Grüezi. Wäre ganz nett, wenn du sterben würdest. Noch eine! 5 übrig! Alter, ich dachte, ne? Alter! Wie wenig Money. Lass mich! Mein Gott! Nicht gierig werden. Man verliert schnell Energie und man verliert viel Energie. Deswegen, da muss man richtig übel aufpassen. Hacker Magic. Hacker Magic. Chica mal Hacker. So. Habe ich jetzt wieder ein bisschen Money für die alte Knarre? Jo. Die ist ja bekritzelt, wa? Meine Fresse. Kritzelt mir auf dem Mistding rum. Habe ich ein Passwort? Nope. Nein, habe ich nicht, Mann. Hacker Magic, ey. Wie komme ich da rein? Bin hier, um euch zu holen. Der aktuelle Sperrcode lautet 4515. Zur Verhinderung von Produktivitätsverlusten, das System nur bei einem katastrophalen Ausfall der biologischen Eindämmung innerhalb der zentralen Einrichtung aktivieren. Ist gemäß Evans Gesetz der Variation und aus Sicherheitsgründen jeden Loop anders. Mach auf. Aber. Da war der Code. Da. 4515, dann müssen wir es so eingeben. Scheiße, weg. Jedes Mal anders? Da drüben. Naja, immerhin hat es mich nicht durch ein Fenster gesaugt. Oh. Ich komme, Hacker Magic. Okay. Also, ich weiß nicht, wo ich an. Du fängst nirgendwo an. Das ist schon kacke. Tot. Tja, so ist das nochmal. Evans. So. Was haben wir hier? Ach, hier ist das also, ja? Hä? Achso. Switch Import Progress. Manuell? Ja.
ja, ja. Wendy's, Hinweise für das heutige Rissexperiment. Erstens, nach Colts Verrat musste ich das Sicherheitssystem mit der Drucksteuerung verbinden. Sterilisation wird eingeleitet, wenn der Verräter auf dem Gelände entdeckt wird. Zweitens, laut Evans Gesetz der Variation könnten sich die relevanten Sicherheitscodes in eurer Zeit an einem anderen Ort befinden. Meine liegen im Untergeschoss des Laboranbaus. Okay. Die sind hier. Oh ne, ich dachte schon. Wie teile ich mir meine Zeit ein? Sorgfältig. Über ein effizientes und personalisiertes System aus Dringlichkeit und Nutzen. Was ich zutiefst bedauere? Es gibt zwar eine Reihe von Aufgaben, die ich hätte effektiver ausführen können. Aber Leben bedeutet auch Entdecken und Lernen. Scheitern ist ein natürlicher und notwendiger Teil davon. Wann wurde mir meine große Weitsicht klar? Ich lehne das ab. Sollte meine Weitsicht größer als die anderer sein, dann nur, weil sie ihre Weitsicht einschränken. Okay. Auf zu quatschen. Kann ich mir hier nochmal ein bisschen Muni tanken? Gut. Also, wie gehen wir es an? Wo muss ich denn jetzt hin? Da drinnen noch? Ah. Oh. Beobachtung. Erfolgt beim Verankern des Loops in den Visionären mittels der Anomalie. Leider produziert die Anomalie weiterhin nur Spuren von instabilem Residium. Gut für Siegel, annehmbar für Tafeln und vollkommen ungeeignet für die Anreicherung. Vorhandensein von Besucherobjekten bestätigt. Komplikation. Ich habe vorhergesagt, dass eine Überlagerung erst in späten Rekursionen auftreten würde. Das Vorhandensein am ersten Tag deutet darauf hin, dass es nicht der erste Tag ist. Bestätigte Besucherobjekte bestehen vornehmlich aus Residium. Extrapolation. Eine abgespeckte Version des Loop-Stabilisierungsprozesses dürfte ein angereichertes Objekt, Siegel, Waffe in einem Visionär mir verankern, wodurch ein dauerhafter über mehrere Rekursionen hinweg fortbestehender Besucher erzeugt wird. Der Ernter ist bereit. Der Anreicherer ist bereit. Ich bin bereit. Jetzt brauche ich nur noch genügend Residium. Okay. Ihre beste Laborrate. Wie, sag mal, tot? Dann zuppeln die Scheiße, also ich denke mal dieses Residium aus dem raus, in den, und dann kommt der wieder, oder was? So, jeder Visionär enthält beachtliche Mengen an Residium. Der Vorgang des Erntens ist jedoch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit tödlich. Stirbt ein Visionär, besteht das Risiko, dass der Loop instabil wird. Naheliegende Lösung, Besucher-Visionäre. Ah, die holen Besucher auf die Insel, um die Ernte von denen zu holen, das Residium. Beim Rissexperiment testen. Experimente teilweise gelungen. Wenn mehrere Besucher einer einzelnen Person manifestiert werden, führt das Töten eines davon zur Übertragung seines Residiums in die verbleibenden Besucher, was das umgehende Ernten verhindert. Jede Version von mir zu töten, würde das für die Anreicherung benötigte Residium produzieren, aber dann wäre ich tot. Inakzeptabel. Als Leiche kann ich den Ernter nicht in den Anreicherer stecken oder von der Anreicherung profitieren. Ich brauche jemand anderen. Alexis könnte problemlos geködert werden, aber 20 Dorseys wären schlimmer als ein transorbitale Lobotomie. Colt ist abtrünnig geworden. Replizierung zu gefährlich. Charlie vielleicht. Oh, ich töte alle Wengies und benutze dieses Ding, um genug Residuum für ihre Maschine zu ernten. Ergibt Sinn, ja. Aha. Die letzte Wengie. Sag mal. Augen und Ohren überall. Ich hab die auch okay, das war die letzte. Irgendwie schlimmer als sie einfach zu töten. Ach, wo? Scheiße.
So, was mache ich jetzt damit? Okay. Residium Ansaugstutzen. So, Wander. Okay, jetzt muss ich nur noch in diese Röhre und den Knopf drücken. Scheiße, wie soll ich das denn machen? Hinstellen? Auf den Schalter schießen? Los geht's, Wissenschaft! Gefällt mir gar nicht. Schmerzerfüllter Schrei. Oh. Gewisse Nebenwirkungen. Der Tod ist nur ein geringer Preis dafür, die Ausrüstung behalten zu können. Ah, also können wir jetzt die Ausrüstung behalten. Really nice, really nice. So, der Tod ist nur ein geringer... Ja, du wurdest von einem Geschütz niedergemäht. Benny Evans hat dich... Oh, scheiße. Hatte ich ja Glück. Das ist das letzte Mal gewesen, dass ich sterben darf. Egal. Schön, dass ihr dabei wart für die Folge. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Deathloop. Wir brechen den Loop. Also, haut da rein, bis zum nächsten. Ciao.